Yo, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Feed the Beast Beyond. Was geht ab, meine lieben Damen und Herren? Herzlich willkommen zu einer neuen, wunderbaren, frischen Folge Feed the Beast Beyond. In den letzten Folgen haben wir ein bisschen was vorbereitet für den Mechanism Reactor. Das ist also gerade unser jetziges Projekt. Wer die letzten beiden Folgen nicht gesehen hat, guckt sie euch an. Link dazu eigentlich in der Playlist in der Videobeschreibung. Und ansonsten, was haben wir gemacht? Wir haben zuallererst mal die ganzen Brine Tower aufgebaut. 40 Stück an der Zahl. Das heißt, diese ganzen Dinger hier produzieren für uns Brine, wie man hier sehen kann. Gerade produzieren sie natürlich nichts, denn wir haben gerade nichts, was wir produzieren können, weil die ganzen Tanks uns weiter voll sind. Da ist am Wasser angeschlossen, hier das Brine. Und dieses Brine wird dann in 4 weiteren Towern weiterverarbeitet, und zwar zu Liquid Lithium, das ist der falsche Tower. In diesem hier wird Brine zu Liquid Lithium verarbeitet. Dieses wird in einem Rotary Condensator zu normalem Lithium gemacht. Und dann wird es hier in unseren Solar Notion Activatoren zu Tritium gemacht. Oder Tritium, I don't know what to call it. Jedenfalls wandeln wir das Ganze dann hier wieder in Liquid Tritium um und packen es dann hier in diesen Ender Tank. Soweit so gut. Tritium ist nämlich die erste der beiden Ressourcen, die wir praktisch in unserem Reaktor verbrennen werden, um dort Energie zu erzeugen. Und heute wollen wir uns darum kümmern, die zweite herzustellen, und das ist Deuterium. Und dafür habe ich schon mal eine kleine Sache vorbereitet, und zwar im Keller von diesen Dingern hier. Die Chunks sind hier nämlich ein bisschen komisch geladen. Ich habe immer noch nicht ganz herausgefunden, wie man die Loaded Chunks, was hier unten praktisch steht, wie man das erhöhen kann. Denn eigentlich will ich mehr als 64 Chunks laden. Wenn jemand weiß, wie es geht, schreibt super gerne in die Kommentare. Ich habe leider nichts in der Config oder irgendwo dazu gefunden, was ein wenig doof ist. Es gibt zwar so einen Code, den man einfügen kann, aber irgendwie hat das nicht geklappt. Also, not sure about that. Ja, hier ist der Keller. Ich habe hier nur so ein kleines Loch ausgehoben, denn hier werden wir gleich unsere Heavy Water Pumpen aufstellen. Die Größe, die wir gebaut haben, ist eigentlich viel zu groß generell. Also wir brauchen nicht ansatzweise so viel Platz. Aber wir werden einfach mal so ein bisschen was davon aufbauen. Mal gucken. Also den ganzen Raum werde ich wahrscheinlich nicht auskleiden. Das wäre, wie gesagt, ein wenig Overkill, aber zumindest ein Teil davon. Sinn dahinter ist, dass wir hier gleich Wasserpumpen aufstellen und diese Wasserpumpen für uns mit einem Filter-Upgrade Heavy Water besorgen. Und das dann ja weiter verarbeiten. Theoretisch ist Heavy Water, glaube ich, sogar Deuterium. Es fällt, glaube ich, in dieselbe Gruppe. Irgendjemand hat da auch mal zu was geschrieben. Ich weiß gar nicht, ob das... ganz kurze Side-Story nebenbei, die man erzählen kann. Ein Freund von meiner Schwester, meine Schwester studiert Chemie oder Chemie, und hat mir mal erzählt, dass ein Studienkollege und ein Freund von ihr meine Videos guckt. Und der das halt irgendwie rausgefunden hat. Und da habe ich, glaube ich, auch gerade in Novus den Reaktor gebaut. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich habe das damals, glaube ich, schon erzählt. Und da hat auch irgendjemand mal einen Kommentar zugeschrieben über Heavy Water und Deuterium oder sowas. War auf jeden Fall ganz lustig. Okay, weiter weg davon. Das sollte eigentlich dicke reichen für den Platz, den wir hier drin brauchen. Denn wir brauchen jetzt erstmal unsere Electric Pumps. Und ich würde sagen, wir bestellen mal... nicht 40, sondern ein bisschen mehr davon. Mal gucken. Ich habe leider nicht ganz im Kopf, wie viele wir davon brauchen. Wir können einfach mal 100 bestellen und gucken, wie das so geht. Und dann brauchen wir natürlich noch Filter-Upgrades. Davon brauchen wir dann dementsprechend auch 100 Stück. Okay, hier wird gleich überall Wasser reingefüllt werden. Das könnten wir eigentlich auch schon mal machen, wenn wir gerade schon mal hier sind. Das heißt, wir können schon mal anfangen und hier ein bisschen Wasser reingießen. Irgendwie zumindest jeden zweiten Block. Dann machen wir den hier hin und den hier hin. Yeah. Okay. Das ruckelt jetzt zwar ein klein wenig, bis das fertig ist, aber ich kann euch beruhigen, es wird noch viel mehr laggen, wenn die ganzen Pumpen anfangen, weil sie die ganze Zeit Block-Updates verursachen. Weil die Pumpen leider so programmiert sind, dass sie das Wasser wirklich wegnehmen. Oder ist das leider? Es ist gut, wenn man es so abusen könnte, aber es ist leider, weil es so schwerer ist und zu mehr Lags führt, was natürlich ein bisschen doof ist. So, dann gehen wir einen dritten. Und gleich müsste das Wasser sogar komplett drüber geflossen sein. Das ist eigentlich cool. Man hat hier so eine Fläche von, keine Ahnung, 20 mal, was weiß ich, wie viele Blöcke. Und kann sie einfach füllen, indem man nur den Rand füllt. Zack. Und jetzt schwappt es hier bis zum Ende komplett rüber. Yeah. Okay, das ist sehr gut. Das heißt, diese Sache hier wäre sogar schon mal gefüllt. Das kann also alles wieder weg. Und wir gucken gerade mal, wie es denn mit unseren Pumpen steht. Ich glaube, das letzte Mal hatte ich sehr, sehr viele Pumpen. Aber ich weiß wirklich nicht mehr, wie viele wir wirklich davon hatten. So, das sind auf jeden Fall schon mal die. Und die Pumpen müssen wir jetzt natürlich irgendwie cool anschließen. Das heißt, wir haben einmal in der Mitte von diesen Pumpen einen Stromanschluss, den wir benutzen werden müssen.
Und wir können nur alle zwei Blöcke eine Pumpe setzen. Das heißt, da sollten wir auch auf jeden Fall darauf achten, dass wir das auch richtig tun. Das heißt, für uns wäre hier eine Pumpe, die in die falsche Richtung zeigt. Das heißt, wir müssen die immer so setzen. Und jetzt kommt hier in die Mitte praktisch später ein Kabel. Entweder Universal Cable, was wir, glaube ich, sogar benutzen werden hierfür. Ultimate Universal Cable. Wie viel können die nochmal? 128.000 F-Kritik. Ich hoffe mal, das reicht, aber sollte höchstwahrscheinlich schon reichen. Problem, was wir jetzt haben, ist, dass wir hier überall die Droplets benutzen werden müssen, früher oder später, weil wir sonst ein kleines Problem bekommen mit den anderen Dingen. Und zwar mit, wie heißt es? Dem Wasser, genau, weil die Pumpen jetzt praktisch schon teilweise Energie haben und dementsprechend saugen die jetzt schon Wasser auf, was wir nicht haben wollen, weil wir Heavy Water haben wollen, wenn wir die Filter-Upgrades reinpacken. Also müssen wir das Wasser gleich wieder irgendwie rausbekommen. Wird aber zum Glück nicht ganz so schwer. Okay, also, dann haben wir wieder einen Block Abstand. Verdammt, das war natürlich sehr gut. Und dann machen wir hier überall die Pumpen wieder dran. So und so. Und wie ihr seht, die saugen jetzt schon mal ein bisschen Wasser hier auf. Leider. Aber ist auch nicht so schlimm. Hatten wir wirklich überall immer einen Abstand? Ich glaube ja, ne? Ich glaube, bei den anderen war das auf jeden Fall so. So, warte mal. Wir bauen jetzt mal ganz kurz noch zumindest hier eine Reihe fertig. Ich meine, ihr versteht das Prinzip höchstwahrscheinlich. Ich hoffe es. Und das werden wir auch gleich nochmal ein bisschen verdeutlichen, wenn wir hier den nächsten Pumpen dran machen. Die kommen hier hin. Jetzt haben wir jetzt theoretisch weniger als einen Abstand. Oder wir haben, nee, wir haben einen Abstand. Aber die teilen sich einen Radius. Machen die ja aber auch. Okay, also nicht ganz so schlimm. Ich glaube mal, der Sinn, den ich dahinter verstanden habe, ich glaube, ganz am Anfang hatte ich das nicht so, aber den Sinn, den ich dahinter mal verstanden habe, ist, dass das Wasser schneller nachfließen kann. Weil es ganz am Anfang, als ich ihn das erste Mal gebaut habe, den Reaktor, hatte ich Probleme mit dem Nachschub von dem Wasser, weil das Wasser praktisch schneller abgepumpt wurde und dadurch eine unendliche Wasserquelle kaputt gegangen ist. Ob das hier auch so der Fall sein wird, weiß ich nicht und ich hoffe es auf jeden Fall nicht. So, dann brauchen wir jetzt wieder natürlich die anderen Pumpen und wir brauchen die anderen Filter-Upgrades, die haben wir zum Glück schon. Doof nur, dass man die nicht so installieren kann und dass man die scheinbar nicht stacken kann. Yay! Kann man die? Nee, kann man nicht, ne? Na super. Geht auf jeden Fall nicht mit Shift, das ist sehr schön. Aber wir können die jetzt erstmal alle hier drin installieren und sobald wir das haben, können wir Heavy Water filtern. Okay, gut, dann würde ich mal ganz kurz sagen, installieren wir die ganzen Sachen, installieren die nächsten Pumpen, die nächsten Rohre und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn das geschehen ist und wir weitermachen, dieses Zeug so gesehen weiter zu verarbeiten. Yeah, man, das hat ein bisschen was gedauert, aber unsere Anlage steht. Wir haben jetzt 4 von diesen Reihen. Es sind ein bisschen mehr als 100. Ich habe die Reihe hier noch voll gemacht. Es waren noch mal irgendwie 12 Stück oder 10 oder sowas. Und so gesehen ist das ganze Ding jetzt fertig. Ich habe auch noch Upgrades mit dazu. Jetzt haben wir Heavy Water, dass das Ding praktisch die ganze Zeit pumpt. Ihr seht, die Pipes darüber füllen sich so langsam. Aber die Teile brauchen natürlich ein bisschen, um hier das Heavy Water zu fördern. Ich hoffe mal, das Ganze stimmt auch. Also das Ganze nicht stimmt, sondern reicht auch von der Menge, die wir brauchen. Und ich sehe, es wurde sogar geändert. Ne? Die machen gar kein Block-Update mehr. Zumindest nicht sichtbar. Das heißt, sie fördern das Wasser nicht, benutzen die Wasserquelle nicht, sondern sie sind einfach nur hier, so wie es aussieht. Was sehr gut ist, weil es dann nicht so krass lenken würde, wie eigentlich zuerst angenommen. Okay, jetzt geht es weiter, dieses Zeug hier weiter zu verarbeiten, denn wir müssen aus diesem Heavy Water jetzt unsere zweite Flüssigkeit, und zwar Deuterium, machen. Das bekommen wir, indem wir unser Heavy Water in einen Electrolytic Separator packen und daraus dann eben Deuterium und noch was anderes bekommen. Ich bin gar nicht ganz sicher, was. Sehen wir aber gleich, denn wir schnappen uns einfach mal einen Electrolytic Separator und wir schnappen uns einen Ender Tank, wenn wir den noch haben. Ender Tank haben wir nicht mehr. Dann machen wir uns mal ganz kurz welche. Und das werden wir jetzt höchstwahrscheinlich, na, nicht unbedingt rot machen, sondern eher, boah, ich bin mir gar nicht sicher, welche Farbe. Vielleicht auch wieder Lapis, aber diesmal nicht komplett alles, sondern nur einen davon. Dann würde das vielleicht ein bisschen besser passen. Das heißt, wir hätten dann, gut, wir hätten E4 Tanks so und dann machen wir einfach mal nur in der Mitte jetzt gerade blau. Denn alles blau ist ja schon unser Tritium, das wir haben und fördern werden. Und natürlich können wir die letzten beiden hier auch noch anmalen, denn dort muss es ja auch wieder ankommen, ne? So, okay, soweit so gut. Dann bauen wir dich jetzt hier wieder ab und packen das ganze Zeug einmal hier rüber an unsere Maschine. Theoretisch könnten wir das sogar gleich dort wieder verarbeiten, ne? Wir müssen ja nicht mal,
Vielleicht machen wir das sogar dort. Hier sind übrigens noch dann, damit das funktioniert, haben wir hier Points dran. Dann haben wir hier ein Ultimate Energy Cube und dann eben die Conduits. Denn die Points verbinden sich nicht mit den Universal Cablen, was ein wenig doof ist. Okay, Electrolytic Separator hätten wir ja theoretisch das ganze Ding hier angeschlossen. Dann kriegen wir Heavy Water. Das haben wir jetzt hier drin und dann kriegen wir hier nicht Oxygen und Hydrogen, sondern wir bekommen trotzdem Oxygen. So wie es aussieht, ja. Bekommen wir wirklich Oxygen oder ist einfach nur noch Shit drin, dass wir nicht raus können? Not too sure. Okay, sehen wir aber gleich. Bekommt er? Ah nein, natürlich bekommt er es nicht. Wir stellen mal ganz kurz dich hier auch auf Output, dann kriegt er hier wieder Energie. Und wir kriegen wirklich Oxygen. Okay, das heißt, wir kriegen aus unserem Heavy Water Deuterium, was wir haben wollen, was praktisch der Stoff für unseren Reaktor ist. Und wir bekommen gleichzeitig Oxygen mit raus. Das ist pretty nice. Und was wir jetzt machen werden, ist das Ganze praktisch mal ganz kurz hier wieder aufstellen. Denn, dann machen wir das so, dann kriegen wir hier unser Deuterium. Wir stellen dich hier ebenfalls wieder auf. Output nach oben. Und was wir jetzt machen, ist, wir schnappen uns wieder einen Condensator. There we go. Den packen wir gleich hier daneben. Stellen ihn auf Decondensating. Hier ist noch Lithium drin, das wollen wir nicht unbedingt. Wir müssen nur gucken, dass wir die Out- und Inputs richtig einstellen. Das heißt, da müssen wir gleich ein bisschen rumspielen. Aber höchstwahrscheinlich reicht schon, wenn wir das Ding andersrum hinstellen. Das heißt, wir stellen dich mal ganz kurz so rum hin und jetzt kriegen wir hier unser Deuterium rein, machen das zu Liquid Deuterium, das ist genau das, was wir haben wollen. Dann brauchen wir gleich noch ein Ultimate Energy Ding, das wir hier aufstellen können. Warte mal, wie haben wir den jetzt gerade so aufgestellt, ne? Das heißt, wir machen den auch wieder hier so hin, machen das Zeug hier wieder raus, stellen dich auf, andersrum. Jetzt müssen wir den natürlich auch umdrehen, ne? Wir haben es ja praktisch spielverkehrt, mehr oder weniger. Oh oh. Das sollte natürlich nicht der Fall sein. So, dann kommt das hier weg. Und wie hatten wir den jetzt? Der war hier dran. Yeah, there we go. Liquid Lithium, Liquid Deuterium. Das wollen wir haben. Und jetzt schnappen wir uns nochmal Ultimate Universal Cable. Wir haben noch ein einziges. Verdammt. Und wir stellen den hier ganz kurz mal. Warte, wir haben hier vorne Seite. Hier, dann haben wir auch Energie drin. Und was wir jetzt damit machen, ist, wir schnappen uns wieder ein Mechanical Pipe. Mechanical Pipe, there we go. Schließen das hier drüben an. Und packen jetzt hier unser wunderbares Ding drauf. Stellen dich hier noch auf Output, wenn wir den Configurator bekommen. Configurator. Dann stellen wir dich hier auf Output und auf Output. Und dann haben wir hier oben unser Liquid Deuterium drin. Sehr gut. Und das können wir jetzt in unserer Base weiterverarbeiten, meine lieben Freunde. Beziehungsweise nicht weiterverarbeiten, sondern wir können es dann in den Reaktor leiten. Denn wir haben ja praktisch Tritium und Deuterium jetzt beides in flüssiger Form. Und das kommt dann eben auch in flüssiger Form in unserer Base an, bei dem Reaktor. Wird dann wieder mit den Rocary Condensatoren zu Gasform gewandelt, das heißt zu Deuterium und Tritium. Und das wird in den Reaktor geleitet und dann läuft damit eigentlich alles so weit, wie es laufen soll. Hoffentlich zumindest. Was wir jetzt noch brauchen, sind Universal Cables. Einmal ganz kurz. Vielleicht können wir die sogar direkt machen. Ich denke aber schon. Yeah, sehr gut. Dann müssen wir nur den hier gleich wieder auch umstellen auf Output hier. Dann kriegt er hier nochmal Energie. Und dann sind wir soweit good to go. Jetzt haben wir hier einiges an... Oh, die stellen wir auf Dumping Access. Sehr gut. Das ging sehr schnell leer, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich irgendwie nicht gedacht. Hat er hier Speed and Energy drin? Ja. Aber er hat zu wenig Energie-Upgrades. Und er hier hat alles voll. Aber hat dementsprechend auch viel zu wenig davon. Okay, jetzt ist eh voll, dann geht das wieder hoch. Gucken wir ganz kurz nochmal, ob wir noch Speed und Energy haben. Energy. Energy-Upgrades haben wir nochmal eins. Da müssen wir uns da nochmal welche machen. Das ist eigentlich wichtiger als Speed-Upgrades theoretisch. Aber ich glaube, ihr versteht, was der Sinn dahinter ist. Das heißt, das werden wir jetzt noch zweimal hier drüben mit aufbauen, damit das ganze Heavy Water aufverarbeitet wird. Da kommt dann auch ein Tank hin und dann, wie gesagt, wird das in unserer Base alles so weiterverarbeitet, dass wir es dort eben bekommen. Und was mir gerade auffällt, ist, dass wir das ganze Ding hier eigentlich anders färben könnten. Denn da das jetzt schon Deuterium ist, eigentlich habe ich gedacht, ich leite das Heavy Water in die Base. Aber da wir das gar nicht brauchen, würde ich sagen, wir markieren die ganzen Dinge jetzt einfach mal rot. So, there we go. Denn Deuterium ist rot, Tritium ist blau, zumindest für mich. Und dann würde das Ganze eigentlich so passen. Und dann haben wir unsere beiden Stoffe. Okidoki, das ist sehr cool. Dann würde ich an dieser Stelle jetzt wieder sagen, was ist weit von der heutigen Folge Feed the Beast Beyond. In der morgigen Folge werden wir dann den Reaktor aufbauen und hoffentlich in Betrieb nehmen. Und ansonsten würde ich an dieser Stelle sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst super gerne eine Bewertung da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also haut rein, habt einen schönen Tag und bis dann. Tschüss.